Da sind wir wieder und wir sehen Hannes, wie er wieder fröhlich in die Naturgesetze eingreift und Landmassen verschiebt. Und zwar sind wir gerade in Amsterdam oder das, was mal Amsterdam werden soll, weil wir gerade diese ganze Flussgeschichte hier mal in den Griff kriegen wollen, ne? Sehe ich richtig? Ja, ich habe ja, wir wollten ja jetzt die, wollen ja jetzt gerne die Brücke darüber bauen. Da dachte ich, Alter, bevor wir da jetzt 8 Kilometer hochbauen, gucke ich doch mal, wenn das hier gut funktioniert mit dem Wasser, dann gucke ich doch mal, ob das hier auch funktioniert. Und wie wir sehen, komme ich auf eine sehr schöne Höhe. Das heißt, wir ziehen das jetzt auch noch runter. Und dann kannst du so eine schöne das Brücke darüber so ziehen. So wie deine Sprüche, die ziehen das hier auch immer ganz schön runter. Wandelst du, Schelm? Also, ja, also wie wir sehen, ist es, wir müssen ein bisschen höher hier anscheinend. Ein bisschen runter. Zack, das ist, glaube ich, eine gute Höhe. Wir müssen halt nach oben hin höher werden. Also hier oben. Weil da das Wasser einfach höher steht. Aber ich würde sagen, die Hochwasserhose werden, wenn ich das hier alles mal... Ja, ja, das wird dann alles wieder... Hohen das geht Absatz. Alles. Genau. Hohen Absatz an Hochwasserhosen. Und dann Gummistiefeln. Und an Sandsäcken. Kennst du die Simpsons-Folge, wo diese Flut nach Springfield kommt und Milhouse steht in seinem Zimmer und das Wasser kommt so rein und es geht wirklich nur bis die Knöchel und er freut sich halt einen Arsch ab. Das ist das erste Mal in seinem Leben, diese geilen Hochwasserhose im Sinn haben. Ich hab's doch immer gewusst oder so, sagt er. Das ist eine geile Szene. Das nicht. So, und die Höhe haben wir die jetzt hier schon genommen? Ja. Nehmen wir doch mal die. Nehmen wir doch mal ein Mitteldings. So. So, das heißt hier, die Brücke, die muss an Highway. Ja, die muss natürlich an Highway. Das andere wäre nicht so geil. Das heißt, wir zoomen den Shit hier mal out. Ja, so. So. Oh nein, das war, glaube ich, ein Fehler. Egal. Alter, Leute, aber ich glaube, Amsterdam ist in greifbarer Nähe. Guckt euch das mal an. Jetzt sieht doch schon geil aus. Sieht doch richtig nice aus. Ich nehme Reis aus. Aus Scheißhaus. Wie du mitgemacht hast, freut mich. Ja, so ein bisschen. So, aber man kommt halt in den Flow, wenn man hier ein bisschen länger arbeitet, ne? Du musst dann immer mit sowas rechnen. So, wir müssen raus und rein. So, genau. Das ist... Ja. Der war ein bisschen schon... Nein, okay. Ich will sie ein bisschen... Okay. Ein bisschen smoother haben. Aber willst du die vielleicht nicht gleich schon hoch? Ah, die kannst du ja nicht, ne? Du musst jetzt erstmal... Genau, jetzt vielleicht. Oder gehen wir jetzt schon hier rüber? Warte mal, wo wollen wir hin? Da wollen wir hin. Das heißt, wir machen jetzt hier so... Oh, guck mal, was macht er da? Das sieht doch schon ganz geil aus. Ein bisschen hoch geht er, aber ey, komm, geht. Ja. Wir wollen mal nicht sperrpflicht drauf zu sein. Wobei, was geht mit den Booten? Kommen die da unten runter? Hab ich gerade dran gedacht. Vielleicht müssen wir noch ein Stückchen hoch. Ach, Mann, ey, ihr blöden Boote. Also, es ist echt, was ist denn mit der Bootkante? Fahren da überhaupt noch Boote rum? Ich meine, die können doch auch da rumfahren. Also ja, aber du hast doch gesehen, die fahren doch selbst. Ja. So. Das wird denen ja wohl reichen. So, Reich Ranitzky. So, hin da. Das machen wir gerade. Darauf drücken. Es wäre geil, wenn man sich noch so verschiedene Brücken runterladen könnte und dann halt kannst was so eine. Du, glaube ich. Ich glaube, du kannst. Ich finde die. An sich ist sie ganz hübsch, ja, aber die könnte noch ein bisschen pompöser sein, so mit Statuen oder so. Auf den Zinnen. Heißt das Zinnen oder auf den Pfeilern? Zinnen sind auf dem Dach. Dann auf den Pfeilern, auf den Brückenpfeilern. Ich frage mich gerade, ich glaube, wir lassen die... Kannst du einfach so hoch lassen, oder? Sieht doch viel geiler aus. Ist die dann gerade, ja. Ich glaube, die lassen wir auch genau. Und hier ist dann noch, keine Ahnung, kommt ein kleines Industriegebiet hier mit dem Hafen hin. Ja. So, okay. Wir kommen raus und wir wollen rein. So. Show me your genitals hier. Genitalia. Kennst du den geilen Track noch? Sag mir jetzt bitte, dass du den Track kennst. Ja, ich blick gerade, wie er weitergeht. Show me your genitals. Your genitals. Show me your genitals. Genitalia. I don't... blah, woman and I don't respect them. Danke, Regie. Irgendwer an der Regie ist noch wach. Ja, das ist schon mal sehr gut. Das Geile ist nicht irgendeiner, sondern Julia war das, glaube ich, die hier schön Frauen. Ach, Miriam! Miriam okay, war das, natürlich. Von Miriam habe ich das sogar erwartet, dass sie diesen Track kennt. And I don't respect them. Mann!
Das Dumme ist, guck mal, von oben kann ich dich sehen. Bin ich auf der gleichen Höhe? Das kannst du... Jetzt bin ich's, glaube ich. Jetzt, glaube ich, ja. Ist die Kurve ein bisschen hart, was? Wir machen jetzt mal so. Oh, ich glaube, wir haben gerade jemand von Twitch im Chat. Also von Twitch, also von dem... Von der Plattform, so ein Mitarbeiter. Leute! Herzlich willkommen hier bei Rocket Beans. We love Twitch. Aua! Und... Okay, reicht das auch wieder. Ja, genau. Kauft keine Drogen. Als würden wir die ganze Zeit immer sagen, kauft Drogen! So. Nein, würden wir niemals sagen. Würden wir niemals machen. Okay, ich glaube, ich habe ihn zu eng gebaut. And I don't respect them. Mann. Ach, Mann, ich bin sowas von schwer von Begriff, ey. Okay, der Typ von Twitch ist wieder weg. Wir können ja machen, was wir wollen. Also, so. Ein Gramm Koki kriegst du bei mir für... Nee, jetzt bin ich zu hoch. Nein, sind wir gerade bei rein oder sind wir bei raus? Andi, du hast ja zu eng gebaut, ne? Nee. War alles ein bisschen zu eng gerade. Wegen rein raus jetzt, oder was? Okay, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich den Witz wieder einen Gepeiler... So, jetzt will ich natürlich, dass die Dinger direkt nebeneinander stehen hier. Siehst du das? Die Poller? So, da habe ich nämlich, zeig mal deinen Poller. Da habe ich jetzt hier schon Mist gebaut, weißt du? Weil ich will das... Ich will. Herr Kersing, wie reden Sie eigentlich? Ja, das kann sich nur im Stunden handeln, aber... So, bin ich auf der richtigen Höhe? Natürlich nicht, Hannes. Oh, Hass. Hass de Mane mag. Ja, das war eigentlich. Könnte ich auch zu Kohle machen, so wie mein Koki. Also, Gramm Koki bei mir. Guter Kurs. Koki, ich weiß nicht, sagt man sowas? Ich kenne mich nicht aus. Natürlich nicht. Ich habe vielleicht mal natürlich Haftbefehl. Wie nennt man das da? Para ist Geld, ne? Also, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber Para ist Geld. Da. Jetzt. Ja. Tu es. Ja, aber dann läuft er ein bisschen schräg. Ach, Mist. Doch, pass auf. Es wird schon passen. Raps sind unsere Waffen. Unser Vorfahr sind die Affen. Ey, wieso baut ihr die nicht so, wie ich die hab? Da. Ey, das ist. Alter, dieses verdammte. Scheiß drauf. Ja, jetzt ist egal. Wir machen das close. So close, wie es geht. Es geht nicht anders. Ich bin da vielleicht aber auch ein bisschen ein Baunazi. Gleich kommt Dark Souls 3. So, ist genehmigt, oder? Ja, Hammer. Ich find's so cool. Jetzt gucken, ob sehr gut. Boote da durchheizen können. Boote, wo seid ihr? Oh, hier, guck mal, hier habe ich ein bisschen... Ach nee, doch, das ist alles gut. Das hatte ich so. Das fand ich ganz cool. Das ist ein bisschen natürlich. So, Boote. Jetzt sind sie nicht mit... Ah, aber weil ich jetzt natürlich keinen Hafen blafen. Ja, dann ist auch gut. Wo kein Hafen, auch kein Boote, ne? Ey, das Geile ist, ich habe diese Mod mir runtergeladen, dass man hier nämlich mit dem Ding Gebäude und so schön weglöschen kann. Und guck mal, was er gemacht hat. Er hat mir die Gebäude weggemacht, aber die Drähte sind noch da. Also musst du vielleicht das auf Notes machen? Oh, Notes? Schon noch Notes? Okay. Oh, hey. Oder? Da? Das sind Notes. Oder auch nicht? Yes. Ah. Boy. Interesting. Was ist das? Ach so. Hast du die Straße gelöscht? Ja, das war aber die Straße hier oben drauf. Okay. Alter, irgendwie... Okay, weil ich wahrscheinlich... Das hier ist... Ich check's nicht. Egal. Auch eine schöne Mod. Better than... Nee, Greater Bulldozer, sonst was. Action. So, jetzt heißt es Anbindung an den Dings. Kriegen wir es hin? Ja, wir haben es doch fast jetzt. Ach nee, das wird mir jetzt zu viel. Das wäre ja hier, müsste ich der... Den finde ich übrigens dumm. Ja, dann mach doch einen neuen Kreis, der ein bisschen versetzt ist, damit du dann da direkt die Autobahnanbindung machen kannst. Okay, Bulldozer. A building is on fire. A building is on fire. So, das hier, kommt alles weg. Der Industriegebiet wächst doch schon wieder, ne? Coole ja, weil Sache. Nachfrage ist. So. Das bauen wir nächstes Mal, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ja, genau. Wir fliegen nochmal sexy über die Stadt. Was haben wir denn heute erst geschafft? Oh, was ist denn da los? Ach, hier das Bildungsniveau. Arbeiter fehlen. Es fehlen Arbeiter. Billige Arbeitskräfte. Ich muss auch ehrlich zugeben, das ist kein schönes Industriegebiet. Hey. Du hast doch noch gar kein Slumviertel, ne? Also, du brauchst ein paar mehr billige Arbeitskräfte. Stimmt, ich brauche... Ah. Jetzt ist hier das Wasser weg? Das check ich nicht. Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich das versehentlich... Habe ich da eine Pumpe? Wahrscheinlich versehentlich geterraformt. So, wie sieht's denn in... Ja, hier hat sich noch nichts geändert. Sind das die hohen... Ich glaube, sind schon die hohen, oder? Noch höher geht's ja kaum. Was? Doch, hier. Ja, aber das sind doch deine Gebäude, die du so gesetzt hast, oder nicht? Die einzelnen Gebäude, die richtig fetten. Das hier zum Beispiel, gehen wir mal hier auf... Das? Ja.
Und das hier ist... Das ist ein gutes High Density. Das hier ist High Density. Ja. Und das ist auch High Density. Okay. Liegt das an den Taxes, die ich da... Das kann sein. Du kannst auch diese Order ausgeben, dass die halt nur diese Hightech-Gebäude bauen. Dann gehen die, glaube ich, höher. Aber Hightech-Gebäude, ich habe schon Sachen gesehen. Guck mal, die sehen auch alle zugleich jetzt aus. Wobei, ich muss sagen, hier, sowas... Ja, das eins, ist, genau, das ist halt dabei. Aller Zeit? Okay, okay, Zeitung. Das geht ab. Was bedeutet das? Das ist eine Zeitung. Schön stumpf. Aber ey, das gefällt mir. Hier sowas. Ne? Oder hier sogar... Stumpf ist Trumpf. Bipopalula Pop Soda. Alter, das Auto da vorne, was macht das? Oh, hier, schön. Ist schön hier auf dem... Oh, hab ich nicht gesehen, sorry. Das ist weggedrived. So, dann wollte ich, was ich immer ganz wichtig finde, ist zu gucken... der gute Gregor spielt gleich Dark Souls. Für alle, die sich fragen, wer gleich Dark Souls spielt. Dark Souls 3. Den Stresstest in der Beta. Ich muss auch... Ich muss es jetzt mal loswerden. Ich muss echt dringend pinkeln. Also ich bin traurig, dass wir nicht weiterspielen können. Es hat auch wirklich... Guck mal, wir haben ordentlich was geschafft. In meinen Augen. Das war nicht einfach. Wir haben uns vielleicht ein bisschen angestellt, aber wenn man sich das hier anguckt, also man weiß, ist es doch schöner als eine Brücke. Definitiv. Wenn man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, kann man das auch würdigen. Aber oberflächlich gesehen haben wir eine Brücke und einen Tunnel gebaut. Das stimmt. Ich save das mal. Aber ich finde das cool. Nein, das war keine Kritik, sondern nein, das war alles cool. Ich weiß ganz genau, was alles du cool. Weißt du, was wir jetzt nämlich noch schnell testen? Ich habe gespeichert. Ich will das hier smooth haben. Wasser, was sagst du dazu, Kumpel? Sieht gut aus. Du alter Haudegen. Ja, das geht noch. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja, gut, dass du gespeichert hast, genau. Dann speichern wir jetzt nicht. So, was sagt sonst die Stadt so? Hier geht's... Oh. Oh, jetzt... Das hat alles schon wieder gesunken, weil... Mann, scheiße. So, ich glaube, wir müssen in die Werbung, Hannes, wenn wir das Schluss machen. Ja, du... Der rote Bildschirm sagt, es gibt jetzt gleich Dick mit Schwert in Monstergesichter. Genau. Und danke, dass ich hier sein durfte, als Vertretung für den guten Eduard. Ja, ich hoffe, ich habe dich, als auch sehr viele andere, dazu bewegt, wieder City Skylines auszupacken. Ich habe schon wieder Bock, ja. Und das ist keine Kritik an niemanden, aber dieses Grid-Muster, wie, also dieses Raster, ja, das seine Stadt nicht hart so zu bauen, und das dann gibt es ja hier, so habe ich das ja hier gebaut, wenn man mal guckt, 4x4 ist das höchste, wo du was bauen kannst, das so zu bauen, sondern vielleicht zu sagen, ey, und wenn ihr eine Penisform macht, finde ich cool, aber ich meine, fliegt doch mal über diese wunderschöne Stadt. Ich meine, das hat doch Stadtfeeling. Eben, es sieht geil aus, ist vielleicht nicht unbedingt platzeffizient, aber es sieht geil aus. Von daher, alles richtig gemacht. Guck dir das an. Habe ich nicht gekauft, das Bild? Ja, Gregor wird euch jetzt entertainen. Du hast es mehrfach angesprochen, was ich sehr schön finde, dass du aufs nächste Item... Etikett, ja. Immer die Item-Mette bewahren fürs nächste Etikett. Genau. Und ja, ey, keine Ahnung, wie es mit Laser City, Ede und mir weitergeht. Ich habe Bock, mit euch meine Stadt zu machen, aber Laser City... kränkelt. Und ein kränkelndes Kind soll man nicht alleine zu Hause lassen. Richtig. Außer mit einem Föhn in der Badewanne. Richtig. Habt viel Spaß. Freitag, Wochenende, Knochenhände. Vorher aber noch Dark Souls. Bis dann.